Wir reden jetzt immer nur über Stromausfall. Übrigens bei dem Stromausfall, je nachdem, wie das Fernwärmesystem aufgebaut ist, reden wir auch über einen Heizungsausfall. Ne? Das wollen wir nochmal festhalten. Also nicht nur dunkel, auch noch kalt. Das andere, was ich sagen wollte, ist die stoffliche Nutzung von Erdgas. Wir brauchen das für Ammoniak, wir brauchen das für zum Beispiel AdBlue. Das ist ja der Stoff, der den Dieselmotoren zugefügt wird, damit eben da die Abgassituation gebessert wird. Das wird jetzt ein richtiger Brüller. Das ist inzwischen schon doppelt bis dreimal so teuer, wird noch teurer werden, weil wir eben kein Erdgas haben. Uns fehlen physisch ca. 40% des Erdgases, das wir normalerweise haben. Es ist einfach nicht da. Es muss auch stofflich genutzt werden, sonst stehen die LKWs still, die nämlich nicht fahren können, wenn kein AdBlue getankt ist. Aber die brauchen wir, um zum Beispiel die Supermärkte zu versorgen. Um mal ganz profan zu sprechen, wir reden über unseren Alltag. Wir reden darüber, dass dann vielleicht zwei Angehörige der Armee mit einem Maschinengewehr vor der Kaufhalletür stehen und nur Leute reinlassen mit Lebensmittelscheinen, die dann das bisschen abholen dürfen, was die drei LKWs, die es noch gibt, gefahren haben. Ich sag's mal ganz ganz drastisch. Das kann alles passieren. Wir haben die stoffliche Nutzung nicht im Griff, weil wir nicht genug Erdgas haben, weil es in die Verstromung gepumpt wird. Wir wissen auch nicht, wie viel wir aus den Speichern für uns in Deutschland bekommen, denn das wird ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, höchstbietend versteigert in ganz Europa oder noch weiter weg. Das hilft also auch nicht weiter. Wir haben also ein richtiges Problem bei den gasbetriebenen Wärmestrecken. Wir haben ein richtiges Problem bei der stofflichen Nutzung von Erdgas, weil das ganz viele Vorprodukte, die auch für andere Wirtschaftszweige wichtig sind, mit beinhaltet. Wir haben das Düngemittelproblem. Wir haben die Düngemittelverordnung, die vorschreibt, immer weniger Dünger auszubringen. Aber wenn dann der Weizen sozusagen einen Proteingehalt hat, den der Bäcker nicht mehr verbacken kann, haben wir auch nichts gewonnen dadurch. Also die Verschachtelung dessen, was mit und aus Erdgas alles gewonnen wird, ist immens. Und ich wette mit Ihnen, dass das kaum jemand drauf hat und verstanden hat.